Nicht nur der Name für das ehemalige LKH Bruck ist neu, sondern es gibt auch einen Neustart mit zwei neuen Führungskräften. Mit Jahresbeginn sind die beiden Krankenhäuser Leoben Eisenerz und Bruck nicht nur zum LKH Hochsteiermark zusammengewachsen, sondern es haben auch zwei neue Führungskräfte ihre Aufgabe aufgenommen. Im Bereich des Betriebsmanagements gibt es ein Credo. Verwaltung ist nicht Selbstzweck, sondern Dienst am und im neuen Krankenanstaltsverbund. Ja, in erster Linie ist mir mal durch den Kopf gegangen, dass das eine sehr große Aufgabe ist, eine Aufgabenerweiterung, wo ich mich einerseits gefreut habe, dass mir dieses Vertrauen für diese Gesamtfunktion LKH Hochsteiermark entgegengebracht wird. Aber zum Zweiten natürlich auch die Überlegung, wie können wir es eigentlich angehen. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Aspekt ist, und dann haben wir auch versucht, in der Vorbereitung konsequent zu verfolgen, die standortübergreifende Zusammenarbeit. Ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist, als Grundlage dafür, dass dieser Verbund LKH Hochsteiermark auch funktioniert. Welchen größeren Brocken müssen Sie jetzt als erstes angehen? Also wir haben, um bei dem Zuständigkeitsbereich der Betriebsdirektion zu bleiben, bestimmte Funktionen zusammengelegt. Den Einkauf, die Buchhaltung. Wir überlegen auch weitere Zusammenarbeiten im Bereich der technischen Betreuung. Und das werden die nächsten Herausforderungen sein, dass wir sowohl fachliche als auch ökonomische Synergien aus dieser Verbundlösung ziehen können. Auch im medizinischen Bereich wurde neu besetzt. Ich würde davon sprechen, einen Auftrag erfüllen zu müssen. Dieser Auftrag kommt auch aus der Direktion. Es geht eben, wie ich in meiner Ansprache schon gesagt habe, um die präoperative Untersuchung, um die Bundesqualitätsleitlinie. Das wird meine erste wichtige Aufgabe sein, hier im LKH Hochsteiermark Standort Bruck das auch entsprechend umzusetzen. Es ist ja auch immer eine Art der Konfrontation zwischen dem Mediziner und der Verwaltung. Wie werden Sie miteinander umgehen? Ich werde mit denen sehr gut umgehen. Mit denen meine ich eben diejenigen, die möglicherweise dafür verantwortlich sind, wie ich mein Budget zu gestalten habe. Nachdem ich selbst entsprechende Ausbildungen habe, werden wir uns auf Augenhöhe begegnen und miteinander eine Lösung finden. Das heißt also, dass sowohl im Verwaltungsbereich als auch im medizinischen Bereich zwei bewährte und anerkannte Führungskräfte für die neuen Top-Positionen gewonnen werden konnten. Mit dem Herrn Direktor Kaplanz ist es uns gelungen, nicht einen Kaltstart hinzulegen, sondern der war ja schon im Verbund mit tätig, entwickelte mit dem Verbund und weiß daher, wovon er spricht. Im Bereich des Primarius Keins ist zu sagen, ich habe ihn Gott sei Dank vorher auch schon kennengelernt im Rahmen der Universität und in meiner Tätigkeit als Vorstand der Chirurgie, wo er in der Herztransplantintensivstation exzellente Arbeit geleistet hat. Das heißt, der Verbund und vor allem der Standort Bruck kann sich glücklich schätzen, einen wissenschaftlich hochgebildeten, fachlich exzellenten Arzt damit am Standort zu haben. Solche Konstruktionen im Großbereich können auch zum Wohl des Patienten sein.